hallo meine Freunde, wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Opera Taschen und mehr. Ihr seht, meine Haare sind runter. Mein Nachbar war da und hat am Sonnabend mir die Haare noch geschnitten. Mit einer Maschine, die ich mal gekriegt habe. Da geht es ratzfatz. Ja, ich weiß, es ist nicht so ganz perfekt. Aber besser als die Zotteln auf der Birne, die ständig nach links und rechts nach oben stehen und ja, so aussieht wie so ein Penner. Egal. Wir haben heute Dienstag, den 10.01.2023. Und ihr wundert euch sicherlich, wenn du ein Quasselvideo mitten in der Woche, ja, ich habe heute frei. Aber dafür muss ich am Wochenende arbeiten. Und da habe ich so einiges erlebt. Ich bin nämlich die neue Strecke gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gestaunt. Weil ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass das so gravierend ist. Also zeitweise habe ich gedacht, wir sind irgendwie vom Kurs abgekommen. Weil es eingleisig wurde. Sind wir falsch abgebogen oder fahren wir jetzt hin? Ja, tatsächlich gibt es einen Abschnitt kurz vor Coburg und bis ein Stückchen weit raus aus Coburg, wo es eingleisig ist, wo nicht mal richtige Bahnübergänge existieren. Da ist uns nämlich vom ICE beinahe noch einer mit einem Fahrrad reingerannt. Aber er ist ja sowieso noch ganz langsam und gemütlich gefahren, weil dort kannst du gar nicht schnell fahren. Das habe ich nicht mal gewusst. Das erste Mal, dass ich in Coburg war, muss ich ehrlich sagen, ja, kleiner Bahnhof. Man könnte denken, Nebenbahn, aber nee, da fährt der ICE lang. Ein Stückchen weiter zurück ist dazu gar schon wieder die Schnellfahrstrecke. Und der erste Tunnel fängt dort an, Richtung Erfurt. Und in die andere Richtung das gleiche auch. Aber dieser Abschnitt zwischen Erfurt, Coburg, Nürnberg oder sagen wir Bamberg ist wirklich extrem. Also das habe ich nicht geahnt. Ja, so war ich auch mal Richtung München gekommen. Und das Lustige an der Sache ist, es ist sogar ein Zug gewesen, der noch weiterfährt, über die Grenze hinaus. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine neue Strecke und ich muss ehrlich sagen, bin begeistert. Wie gesagt, ich hatte dann am Wochenende Dienst und musste dann halt fahren und mein Glück war, dass ich noch ein bisschen was Spezielles euch zeigen kann. Das ist auch eine Ausnahme, muss ich ehrlich sagen, weil das kann man auch nicht jeden Tag erleben, nur wenn man die Gelegenheit dazu hat. Und am Sonntag hatte ich dazu die Gelegenheit. Und das habe ich natürlich genutzt. So. Natürlich habe ich auch meine Arbeit gemacht, das ist klar. Aber in der Zeit, wo ich dann gearbeitet habe, wurde das halt für mich erledigt. So. Und das möchte ich euch natürlich dann auch nicht vorenthalten und zeigen. Wundert euch bitte nicht, wenn es an bestimmten Stellen, naja, sagen wir mal, sehr stark wackelt. Es ging nicht anders. Ne? Weil, wie ich schon sagte, der Abschnitt zwischen Coburg und Bamberg oder Bamberg ist schon wirklich, ja, sagen wir mal, extrem. Aber da wird ja alles neu gemacht. Ja, ich habe ja ab und zu mal aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, dass da die komplette Seite dort nur noch Sand lag und schon Gleise ausgelegt sind. Da wird wahrscheinlich alles neu gemacht. Aber wie Sie sich das bei Coburg vorstellen, vielleicht kommt da noch ein zweites Gleis irgendwann hin. Erinnert mich irgendwie an den Chemnitzer Zug, Chemnitzer Strecke. Aber da gibt es ja wenigstens eine Oberleitung. Ne? Aber habe mich doch schon gewundert, dass dieser Abschnitt so, ja,
so nostalgisch ist, wenn man das mal so sagen darf. Und das werdet ihr ja dann auch sehen im Video. Es fehlen natürlich ein paar Abschnitte, weil es ging nicht anders. Aber das, was aufgezeichnet wurde, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe den Ton natürlich logischerweise weggemacht, weil die Gespräche, die gehen ja auch niemandem was an. So, das war das. Gut, dann würde ich sagen, ihr schaut jetzt erst einmal das Trainspotting, das diesmal von Josef kommt, von Micha kommt, von Maurice kommt und natürlich von mir. Und dann melde ich mich nochmal für eine kleine Info. Bis gleich.
Yeah.
Interessant, oder? Das erste ist natürlich besser gewesen, aber dafür halt nur in eine Richtung. Aber ohne Wackel. Ja? Und das zweite, das war, wie gesagt, eine Spontangeschichte. Und da bin ich auch froh darüber.
Wie gesagt, das ist eine Ausnahme. Das erlebst du auch nicht jedes Mal. Wie es zu diesen Umständen kam, werde ich auch nicht erklären. Ich sage nur nochmal vielen Dank. Und ja, ihr habt es ja gesehen. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich muss da jetzt ein bisschen weit ausholen. Weil das Video ist ja nur schon ein ganzes Stückchen lang. Ja. Ich will nicht mehr so viel erzählen. Aber ich muss es ja ein bisschen erläutern. Ich habe nämlich vor, noch ein spezielles Video zu machen, wie ich meine Vitrinen neu gestalte. Ja, das werde ich mit euch zusammen dann im Video dokumentieren. Oder sollte ich besser sagen, ich werde vielleicht einen Livestream sogar machen. Wann ich den mache, weiß ich noch nicht, weil das Material dafür ist noch nicht da. Na? Ich hatte ja gesagt, es ist etwas passiert. Sturz nach unten. Die zwei Wagen liegen immer noch im Schrank. Ich gucke immer noch nach den Drehgestellen, aber einzelne zu bekommen von dieser speziellen Version. Mal andere dran machen, Fleischmann und so, das passt alles nicht. Also bleiben sie erstmal im Schrank liegen. Ich werde sie auch nicht rausholen und jetzt euch zeigen. Ist traurig genug, der Anblick. Sieht schon aus, als ob da was Schweres drauf geknallt ist, aber ist es ja nicht. Es ist mal blöd aufgekommen. Nee, folgendes habe ich vor. Und das werde ich eventuell im Livestream machen oder ich mache ein Video dazu. Die Vitrinen werden neu gestaltet. Das bedeutet, ich habe da jetzt die Glasscheiben reingemacht. Ja? Habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt, dass ich Glasscheiben reingemacht habe, dass halt nichts mehr rausfallen kann. Ich habe die großen Bretter entfernt, wo die Gleise drauf genagelt waren und habe wieder die Ohrsprungsbretter eingebaut und habe die alten Gleise reingelegt. Es sind also jetzt nur noch eine Reihe Züge drin. Und das Video, was ich dann vorhabe zu machen, das beinhaltet Folgendes. Ich organisiere mir Kato-Gleis. Das ist wirklich das Beste, was man dafür nehmen kann. Oder Fleischmann Bettungsgleis. Und dann werden die Gleise erstmal alle neu verlegt, fixiert und das zweie nebeneinander. Und dann kommt natürlich auch wieder die Glasscheiben rein. Die Glasscheiben da reinzubekommen war nicht so einfach. Na, es hat geknirscht und geknackt, aber sie sind halt nicht kaputt gegangen. Wieder rauszubekommen wird wahrscheinlich auch nicht so einfach werden. Aber das kriege ich schon hin. So. Und deswegen werde ich das alles neu machen. So. Also obere Vitrine komplett neue Gleise verlegen, dass sie gerade sind und dann wieder die Glasscheiben einsetzen. So kann nie wieder irgendwas rausfallen. Vielleicht mal was umkippen, wenn man mal an die Glasscheiben kommt oder anstößt. Aber es kann halt nichts mehr rausfallen. Und das Gleiche, ja Leute, damit alle Züge schön ordentlich in ihrer Vitrine stehen, passiert da oben. Diese Vitrine ist ja noch vom 9mm Frick. Und es gibt leider da ein Gleis, was genau damit ist. Ich habe auch etwas ausprobiert. Wenn man ein Gleis noch dahinter legt, dann passt das gerade so hin. Also kann ich die Güterzüge alle schön dahinter tun und die schönen Personenzüge, ICs, ICEs vorne hin. Wenn ich dann natürlich mal was rausnehmen will, wird es ein bisschen schwierig. Aber es ist besser, als wenn das Zeug hier im Bahnhof immer verstaubt, irgendwie blöd in der Vitrine steht, ohne Glasscheiben und so nah an der Kante, wie das jetzt immer der Fall war. Das kann dann nicht mehr passieren. Dann ist alles schön verteilt. Ja? Das da unten wird abgebaut am Fernseher. Das ist mir nämlich auch zu heikel. Wenn da irgendwann was aus dem Schrank rausfällt und auf die Züge knallt, wie es schon mal passiert ist, dass ein Workman aus der oberen Kiste rausgefallen und auf die Wagen drauf, das ist aber schon lange her. Das waren Gott sei Dank nur alte Wagen, aber die waren komplett zerstört. Da konntest du nichts mehr rein. Da waren sogar die Achsen gebrochen. So zerstört waren die Wagen. Weil, könnt ihr euch vorstellen, so ein, ja, wie viel wird denn der wiegen? Ich sage mal nicht ein Kilo. Aber so ein alter Workman aus den 80er Jahren, der hat schon ordentliches Gewicht. Und wenn du auf so einen leichten Wagen drauf saust, Spuren, da bleibt nichts mehr für übrig. Ich könnte dann nur noch die Kehrschaufel nehmen und alles schön aufs Kehrblech und wegschmeißen. Aber Gott sei Dank waren es noch alte Wagen, zwei Achser. Drei Stück hat es erwischt. Der Wagen war natürlich nicht kaputt. Der hat nicht mal eine Schramme gehabt. Aber sowas darf nicht mehr passieren und soll auch nicht mehr passieren. Deswegen wird das alles neu, sage ich mal, neu gestaltet. Na? Das kommt weg. Dort kommen neue Gleise rein.
Entweder, wie gesagt, Gatto-Gleis oder gleich mein Bettungsgleis. Ich habe mir da schon was organisiert, was ich demnächst bekomme, und zwar Fleischmann-Gleis. Und jetzt kommen wir zur unteren Vitrine. Die untere Vitrine gefällt mir nicht, überhaupt nicht mehr. Wenn ihr jetzt denkt, ich reiße die ab, nein. Aber die Gleise, die da drinnen liegen, wer die damals verbaut hat oder wenn der es gegeben hat, der hat da wirklich die Gleise einfach nur reingeschustert. Die sind schief und krumm, teilweise so in Abstand zwischen den einzelnen Schienen oder so, je nachdem. Da kannst du die Wagen nur leicht draufstellen und kannst sie nicht mal bewegen. Die fliegen alle raus, die Gleise. Und da kommt da auch ebenfalls entweder Kato oder vielleicht mal ein Bettungsgleis rein. Also ordentliches Gleis. Ich weiß, dass es Vitrinen gibt, wo gar kein Gleis drin ist. Das sind nur Nuten. Und dann werden die Wagen und Loks eingesetzt. Aber ich möchte da schon Gleise drin haben. Ja, das sollte schon sein. Ansonsten werden wir sehen, wie ich das Ganze dann noch gestalte. Eventuell kriege ich noch vom 9 mm Frick eine große Vitrine, eine sehr große Vitrine. Allerdings wird es dann schwierig, die einzuräumen, denn die soll ja da oben hin, über die Anlage. Das ist, glaube ich, keine gute Lösung. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Vielleicht verschiebe ich die da nach dort und dann kommt dort noch eine daneben. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht mehr vom Platz her. Es ist langsam, wird es ein bisschen eng hier. Ja? Und es müssen einfach Züge weg. Ja? Zurzeit sind sie alle weg, weggeräumt, damit hier nichts mehr passieren kann. Das war mir nämlich einfach zu riskant, dass da irgendwann noch was runterfällt. Auch hier vorne das Gleis ist weg, wie ihr seht, da kommt auch nicht mehr hin. Das werde ich neu gestalten. Es wäre eigentlich höchste Zeit gewesen, das zu machen, bevor etwas passiert. Aber es muss halt immer erst was Gutes kaputt gehen, bevor man dann eben sagt, nee, so kann es nicht bleiben, jetzt muss was geändert werden. Das wollte ich euch noch sagen. Und da kommen wir jetzt noch zum Wochenende, nächste Woche, bevor ich mich jetzt verabschiede. Und das sieht folgendermaßen aus. Da werde ich eventuell noch ein Fahrvideo machen. Oder es gibt sogar eine Tour. Nämlich in Lost Places. Was da genau passiert, das wird nicht verraten. Wenn ich natürlich arbeiten muss am Wochenende, fällt es aus. Ne? Und ich werde mit Sicherheit auch nicht sagen, hier braucht den Tag frei oder so. Nein, wenn ich arbeiten muss, muss ich arbeiten. Und wenn ich frei bekomme, bekomme ich frei. So ist das halt. Ich hatte jetzt diesen Tag frei. Ich hatte gestern frei, wegen, ja, sage ich mal, behördlicher Gänge, die ich erledigen musste. Und wenn jetzt die Schichtleitung sagt, dafür müssen Sie am Wochenende fahren, dann ist das halt so. Dann gibt es halt natürlich erst am nächsten freien Tag irgendein Video. Wenn ich natürlich am Wochenende trotzdem frei habe, wie gesagt, dann gibt es eventuell ein Lost Places oder ein Fahrvideo. Das werde ich dann noch sehen. Ich habe mich mit demjenigen schon abgesprochen, was das betrifft. Wir fahren natürlich wieder mal mit dem Automobil dorthin. Ist ja ein Stückchen weg von hier. Und mit dem Zug kommst du da gar nicht ran. Das brauche ich gar nicht erst versuchen, da müsste ich dann mit dem Fahrrad noch einmal 20 Kilometer fahren. Und bei dem Wetter, nee, da ist es schon manchmal praktisch, wenn du ein Automobil hast. Ja, natürlich wird es einige nicht interessieren, weil es mit der Bahn nichts zu tun hat. Aber vielleicht, der ein oder andere findet es vielleicht interessant. Ich bin ja selber gespannt, wie es dort aussieht. Vielleicht kann ich auch meinen Fahrer überreden, dass wir noch was anderes anschauen. In der Nähe. Aber ich denke mal eher nicht, weil ihr wisst ja, was Spritgeld zurzeit kostet. Und ich kann ja froh sein, dass er mich mitnimmt, weil er sich das anschauen will. Ich muss natürlich einen Teil mit bezahlen, das ist klar. Aber das gehört sich natürlich, wenn man eingeladen wird. So sieht's aus. Gut. Aber so weit wollen wir es noch nicht weit denken und auch noch nicht so weit planen. Denn wie gesagt, wenn die Schichtleitung sagt, es wird gearbeitet, dann wird gearbeitet. Und da werde ich auch nicht diskutieren, weil ich, wie gesagt, jetzt Montag und Dienstag frei bin. Und zu oft geht natürlich nicht. Das leuchtet euch hoffentlich selbst ein.
So, gut. Ich schweife jetzt schon ab. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Beende ich das Video. Also wenn es euch gefallen hat, nette Kommentare und Kritiken, lasst sie mir da. Schaut weiter fleißig meine Videos und mal gucken, wann das nächste kommt. Mit den Worten bin ich jetzt weg. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Und drückt mir den Daumen, dass morgen mit alles gut geht. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Tschüss.